So, Fotofreunde, angekommen endlich und jetzt ist die Sonne weg. Ja, der Platz ist leicht abschüssig, aber ich glaube, der ist ganz geil. Ja, gerade stand ich da, wo er stand, leicht schräg. Und weil ich ja quer penne, ist das immer schwierig. Dann ist einer weggefahren. Ja, ich sag mal, jetzt ist es immer noch leicht schräg, aber besser. Also ich glaube, ich habe jetzt, wie ihr seht, den besten Platz bekommen. So, und eigentlich bin ich komplett ermattet, eigentlich. Und dann habe ich gesehen, ja, das hier ein schöner Wasserfall ist. Und tja, was kann man an Wasserfällen gut machen? Also was heißt Wasserfall? So ein Gebirgsbach in der tollen Farbe. Langzeitbelichtung, glaube ich. Und wer redet hier mit mir? Ja, geil, Handy, das Alte. Hat hier eine Geschichte zu erzählen. Ja, so ist es, ne? Ah, und jetzt ist die Sonne weg. Jetzt habe ich keine Sonne. Scheiße, vor 5 Minuten, als ich das gesehen habe, hatte ich Sonne. Egal, Beste draus machen. Und mir fehlt jetzt schon der Vordergrund, sehe ich schon. Egal, mal gucken. So, Fotofreunde, da oben ist jetzt noch so eine Brücke. Da will ich jetzt mal hoch. Wie weit ist es denn zu der Brücke? 600 Meter, glaube ich. Allerdings hier Stufen. Aber ich muss ja schon mal ein bisschen trainieren für Runde. Ne? Wenn ihr wissen wollt, was für Einstellungen wollen, sind aber scheiße zu gehen, was für Einstellungen nehmen wir denn da für den Wasserfall, um den ganz gut abzulichten. Ach, den Wasserfall, den Bach. Ja, kommt drauf an. Ich habe jetzt die Bilder, die ich gesehen habe, zwischen, ich glaube, einer Sekunde, hoch bis 5, 15, 30. Das Wasser fließt schnell. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Wir haben einen ND-Filter bemüht, einen Tausender. Ich habe ja nur den. So, das war das Hexenwerk. Ist halt Geschmackssache, ne? Wie strukturiert man noch das Restwasser sehen möchte oder eben nicht. So, ich muss mich jetzt hier konzentrieren, watch your steps, sonst maul ich mich gleich. Bis gleich, wenn wir oben sind. Wisst ihr, warum ich einen hellblauen Pullover trage? Ja. Damit man sieht, dass ich auch wieder nass werde. Ich ärgere mich am allermeisten, dass, wo ich das Motiv entdeckt habe, diese 10 Minuten Sonne da war und jetzt natürlich hier in Norwegen ums Verrecken wieder keine Sonne rauskommen will. Das ist so arschig, ist das. Ich meine, die Fotos sind, glaube ich, ganz geil geworden, aber warum? Naja, vielleicht habe ich morgen früh nochmal eine Chance, aber irgendwie das gleiche Spot nochmal zu machen, ist irgendwie auch langweilig. Weil ich habe ja jetzt schon doch wieder
Boah, da glaube ich, über eine Stunde war ich jetzt hier wieder zugange. Ja. Schade. Und übrigens, ich brauche dringend weniger als 24 mm. War hier das gleiche Problem. Ich hätte gerne ein bisschen weitwinkliger gearbeitet. Tja, ist wie es ist. Hier, zieht euch die Atmo nochmal rein. Und jetzt muss ich mir, ich habe jetzt seit 4 Tagen nicht mehr warm gegessen. Aber heute ist der Tag. Da koche ich mir was ganz Leckeres und ich werde euch natürlich teilhaben lassen. So, Fotofreunde. Ja, was koche ich, ne? Hier. Wasser wird heiß gemacht und heute gibt es was ganz Leckeres zur Feier des Tages. Ist schon komisch, wenn man, ich meine, man kann sich an alles gewöhnen, auch wenn man 4 Tage nicht warm gegessen hat. Habe ich mir ja gerade gekauft in Lillehammer. Chili Dogs. Also, ich werde lecker 2 Brühwürstchen reinmachen. Ja. So viel zu einer guten Verpackung. Ich würde mir jetzt wünschen, dass ich jetzt 2. Kann ich nicht. Also im neuen Leben, ne, wenn ich nochmal die Chance kriege, dann werde ich Verpackungsingenieur, so heißt das, glaube ich. Wie oft ich mich über Verpackung von Waren aufrege, das ist schon nicht mehr feierlich. Ja, und jetzt passiert genau das. Ich will jetzt, ja, eigentlich wollte ich, ne, das ist ja auch Sinn der Sache, dass immer 2 einzeln verpackt sind und die noch ein bisschen länger halten. Nein, aber nicht hier bei Verpackungsingenieur. Boah, leck mich am Arsch, ey. Welcher Driss hat sich das denn ausgedacht? Aber das Produkt ist geil. Chili Klaus. Ja, Freunde. Das ist das Kläuschen jetzt mal. Ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Den Chili Klaus probieren. So, 2 wieder kaltstellen. Ne? Wurst muss ja immer, ihr wisst, gekühlt werden. So, aber was gibt es denn zur Feier des Abends zu trinken? Ja, hier, Pepsi Limette. Und Beilage? Welche Beilage wird es geben? Da muss ich mal gucken, was mein Reiseproviant hierher gibt. Ja, ist ein bisschen eng, gebe ich zu. Aber ich weiß, hier unten war noch was anderes drin. Zumindest erinnere ich mich dunkel. Frag mich dabei immer, boah, wie würde man das zu zweit wohl machen? Gar nicht, ne? Nämlich. Habe ich denn hier noch angefangen, den Nudeln? Also fangen wir mal ein paar Nudeln an. Also Nudeln, aber dazu brauchen wir natürlich ein Sößlein, ne? Ja. Oh, das wird jetzt hier vom Allerfeinsten. Nudeln, Gemelli und dazu ein bisschen leckeres Sößchen, Ricotta Pecorino. So, Essen ist bereitet. Man muss ja immer optimiert arbeiten, deswegen gibt es Essen aus dem Top. Ich kann euch sagen, die Bockwürste, die Chiliwürste, die sind ordentlich scharf. Und jetzt, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Einmal probieren, Pepsi Limette. Geil. Einfach geil. Ein bisschen anders als Pepsi Lemon. So, Kari ist vom Koch ein bisschen beschlagen. Nächste Baustelle, nächste Reklamation am Wurm auch schon wieder gefunden. Der kleine Wasserhahn, der dreht sich immer ab. Das ist auch geil. Hier kann ich euch auch noch mal eben zeigen. Da, Ette. Ja, mach mal Licht an, damit man es besser sehen kann. Zack. So, um dieses runter zu machen, muss ich den nach unten drücken. Und passt mal auf, was passiert. Das ist geil, ne? Also, jedes Wohnmobil für jedes Budget. Aber... Das ist geil, das geht schon wieder. Boah, ich habe die Karre keine 2 Jahre. Es sind noch nicht alle Mängel behoben. Also liebe Grüße, falls die Firma Sunlight das sieht. Boah, das ist auch wieder so eine X-Akte, wie ich finde. Guten Morgen, Fotofreunde. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich kämpfe ein bisschen gegen diesen Gebirgsbach an. Ja, frühe Vogel, ne? 6.15 Uhr. Ich habe aber echt gut gepennt. Das ist viel wert. Ich hätte auch noch weiter pennen können. Aber der Oliver Hummel, der hat mir einen Tipp gegeben. Sagt der Junge, du musst zum Geiranger Fjord. Der geilste, mit der Fähre daherfahren. Stunde Fährfahrt. Kostet allerdings für mein Fahrzeug knapp einen Huni. Ja, weiß ich nicht. Boah. Aber es gibt da so einen Spot.
Und der Oliver, der ist ja ein bisschen mein Vorbild. Der steht immer in seiner roten Jacke und fotografiert sich von hinten, so influencermäßig ist er ja auch. Der überholt mich auch bald. Da werde ich jetzt mit einer gelben Jacke mich hinstellen und das Foto machen. Ja, und da habe ich mir jetzt überlegt, ja, so ein Hotspot, da wird es früh voll werden. Deswegen fahre ich da jetzt hin, 45 Minuten brauche ich. Und Wetter ist zum Glück besser. Es sieht nicht nach Regen aus, viel Wolken, ab und zu ein bisschen blau dazwischen. Wann ich heute auf Runde sein werde und wann ich dann das erste Mal hochwetzen werde, das wird sich zeigen. Ja, wer weiß, was ich noch auf dem Weg dahin finde. Temperaturen sind so 12, 13 Grad. Also Sommer in Norwegen. Jetzt muss ich noch mal ein paar Zeilen an meine Versicherung schreiben, weil meine erste Nachricht von gestern wurde beschieden mit: Wir kennen Sie nicht. Das ist geil. Jetzt sind wir endlich da, was für mich Norwegen ausmacht. Ich ärgere mich schon wieder, dass ich nicht früher aufgespannt bin. Schaut euch mal das hier an. Die Wolken, die jetzt hier schon durch dieses Tal durchziehen. Ich weiß, das Thema habe ich bisher überstrapaziert, aber ich muss es jetzt einfach nochmal laut und einmal leise sagen. Zum einen bin ich überbelichtet. Zum anderen, ich weiß nicht, ob ich hier darf, aber hier einmal mit der Drohne drüber, das wäre geil. Naja, jetzt hat die irgendeiner in Göteborg und kann sie nicht fliegen ohne Fernbedienung. Richtig geil. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Geiranger. Ja. Kalt ist es, 8 Grad. Ich muss gleich mal meine gelbe Influencer-Jacke auspacken, das werde ich auch machen. Und ich habe wieder vergessen, GoPro zu spät aufzumachen, weil ich habe gleich Schiss, dass es hier voll wird. Ich wollte es ja gerne morgens früh machen. Ja, da bin ich jetzt gerade dabei. Boah, frisch ist es, aber geil ist es. Hier Reizüberflutung. Ich komme 100 Meter weit, ja, und dann sehe ich wieder hier sowas. Leider bin ich jetzt im Nebel. Mein Montivorsch hat angeschlagen mit dieser Hütte. Gedrittelt. Ja, ich habe ein Bild gemacht, aber der Vordergrund gefällt mir nicht. Der ist mir zu dreckig. Ja, und es ist halt total milchig aufgrund der Wolke, in der ich bin. Jetzt gerade hätte ich meine DZV wieder vergessen, weil ich habe sie an diesen Spiegel dran geklemmt in meinem Wahn.
weil das ist absolute Reizüberflutung. Ja, dann bin ich losgefahren, dann gucke ich so in den Außenspiegel und denke, oh, da hängt noch eine Kamera. Egal, weiter, ich will ja eigentlich ganz woanders hin. So, Fotofreunde, kurz vorm Fjord. Langsam wird der Sprit wenig. Ich hoffe, da unten gibt es einen Tanker, aber ich meine, die gibt es. Das ist schon mal wichtig. Wetter ist hier jetzt wieder nicht so schön, aber ja, ich mache jetzt gleich mal ein Bild. Meine Bremsen brauchen auch eine Pause. Ich habe zwar viel mit Motorbremse gearbeitet die ganze Zeit, aber das riecht hier ordentlich nach Bremsbelägen. Auch wahrscheinlich braucht die Karre neue. Da frage ich mich, was machen solche Gespanne mit Anhänger? Und ich fand mich schon recht vorbildlich in meiner Fahrweise in Sachen Motorbremse. Naja, müffelt ordentlich. Aber gehört wahrscheinlich auch dazu zum Abend. Wir haben ein paar Fotos gemacht für die Häuser da unten. Die gefallen mir natürlich wie immer nicht so gut, aber was willst du machen? Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer. Stellen wir uns mal vor, wir wollen uns die Notdurft verrichten hier an pittoreskem Ort. Schaut, 22 kostet das. 22, Karte präsentieren. Authorization. Approved, remove card. Oh, jetzt komme ich durch. Ja, Fotofreunde, ne? Ja, ich könnte natürlich jetzt auch das Romo nutzen, aber ne, ich möchte auch mal sagen, dass ich hier die Notdurft vor solchem Himmel verrichtet habe. 2,20 Euro roundabout für, und Hände waschen sie mir übrigens auch, weil das war auch geil, wie schnell der Tank voll war. Das war natürlich auch Apothekenpreise, aber zurück wäre ich nicht mehr gekommen. Ich habe nur die Kameraaufnahme gestartet und bam, war der Tank schon voll. Und ich dachte, hey, das kann doch nicht sein. Ich habe nicht drauf geguckt. Ja, puh, hier riecht man. Boah, Diesel. Vielleicht dazu noch ein Wort. Ich finde es aber bedenklich, wenn man die Notdurft verrichten will, dafür Geld zu erheben, weiß ich nicht. Aber dafür ist das hier wirklich sauber und ordentlich. Und jetzt habe ich die Entscheidung, die Kabine. Boah, ich entscheide mich für die. Die ist nämlich am nächsten an dieser Aussicht. Aber alles schön frisch und sauber, das finde ich geil. Mit Seagulls. So, mal sehen, ob ich jetzt hier wieder rauskomme. Hier muss ich wahrscheinlich drücken. Das wäre jetzt geil gewesen. Ich wollte schon drüber klettern.
Hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich beschissen, aber da ist auch eine Kamera. Dann hätte das wieder nicht geklappt. So, Ausbrennscheiße hier. Die Klobrille, die war schon desolat, das war billigstes Plastik. So, und jetzt muss ich einfach mal begreifen, was ich jetzt als nächstes mache. Diesen Spot, wo man dieses Insta-Foto machen kann, den habe ich überfahren. Hier unten wartet man auf die Fähre, die ich nicht nehme. Man kann hier auch parallel fahren. Boah. Also, was machen wir? Erstmal Wetter checken, Route checken. Ja, und den Infospot möchte ich trotzdem noch gerne machen. Ne? Ich werde eine Lösung finden und euch gleich präsentieren, Fotofreunde. Aber ist egal.